Auf einer Geberkonferenz in Warschau kamen insgesamt 6,5 Milliarden Euro für humanitäre Hilfe zusammen. Zahlreiche Staaten und Unternehmen folgten dabei dem Aufruf der Initiatoren Polen und Schweden. Bundeskanzler Scholz kündigte in einer Videobotschaft zusätzliche 125 Millionen Euro aus Deutschland an. Außerdem startete der ukrainische Präsident Selenskyj heute eine Crowdfunding-Kampagne. Über eine Internetplattform ruft er zu Spenden für sein Land auf. In Wilhelmshaven hat heute der Bau eines schwimmenden Flüssiggasterminals begonnen. Es soll bis zum nächsten Winter ans Netz gehen und 8,5% des deutschen Gasbedarfs decken. Drei weitere Plattformen sollen folgen, um die Abhängigkeit von russischen Gasimporten schnellstmöglich zu beenden. Flüssiggas kann auch in weit entfernten Ländern gekauft und mit Spezialschiffen nach Deutschland gebracht werden. Der russische Krieg gegen die Ukraine macht sich auch bei der deutschen Industrie bemerkbar. Diese hat im März deutlich weniger Aufträge erhalten. Mehr dazu jetzt von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse. Hohe Inflation bei zugleich nachlassendem Wachstum ist das Schreckensszenario, vor dem sich Anleger mit am meisten fürchten. Es erhielt heute neue Nahrung, da die deutsche Industrie deutlich weniger Bestellungen erhalten hat. Im März sind die Industrieaufträge im Vergleich zum Vormonat um 4,7% eingebrochen. Erwartet worden war lediglich ein moderater Rückgang um 1,1%. Wegen der Lieferengpässe fangen Unternehmen an, Aufträge aufzuschieben oder gar zu stornieren, vor allem Firmen aus dem Ausland. Dies dürfte sich nicht so bald ändern, da die Inflation nicht weniger wird und die Pandemie die Wirtschaft in China weiter im Griff behalten dürfte. Und je länger der Krieg in Europa dauert, umso größer wird die Rezessionsangst.